Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um die wunderbare Rovi One Aurora A7 UV LED Schlüsselbuntleuchte mit selbstleuchtendem Gehäuse. Das seht ihr hier, das sieht im Dunkeln schon mega cool aus, wie ihr hier sehen könnt. Ja, Hauptlicht SSC 20 LED, 650 Lumen der höchsten Leuchtstufe. Und wenn ihr wissen möchtet, was die Lampe so kann, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's direkt weiter. An der Stelle geht erst ein dickes Dankeschön an die Firma Rovi One raus, die mir diese Taschenlampe für das heutige Video zur Verfügung gestellt haben. Also danke dafür. Ja, geliefert wird die Aurora A7 UV hier in der praktischen Kunststoffbox. Hier mit dem Rovi One Logo. Ja, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Vor allen Dingen, was wir hier alles so mit im Lieferumfang dabei haben. Da haben wir hier zum einen ein Echtheitszertifikat. Dann haben wir hier noch ein Hinweisschildchen, da die Taschenlampe im Lockout daherkommt und dass man halt vorerst in Betriebnahme der Lampe diese erst entsperren muss. Dann haben wir hier die Bedienungsanleitung, auch mit einem deutschen Teil. Das seht ihr hier. Hier ist auch ziemlich gut erklärt, wie man die einzelnen Leuchtstufen der Lampe einschaltet. Ja, dann gibt es hier eine Ersatzgummiabdeckung für die USB-C-Ladebuchse. Dann haben wir hier zwei Schlüsselringe, den einen habe ich schon montiert. Außerdem haben wir hier noch einen Clip aus Edelstahl. Hier ist übrigens auch ein Magnet verbaut. Kann ich das gerade mal zeigen, den clipsen wir gerade mal an. Ja, und dann haben wir hier noch ganz interessant einen zweiten Magneten. Den könnt ihr hier hinten am Lampenende aufklipsen. Das machen wir jetzt mal. Das hält auch richtig fest. Anfangs habe ich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen littig oder so, aber ja, ganz im Gegenteil, das hat alles Hand und Fuß, was Rovi One hier macht. Ja, damit könnt ihr die Lampe natürlich dann überall befestigen und ist dadurch natürlich viel vielseitiger einsetzbar. Die Magneten halten auch richtig fest, also da brauchen wir keine Angst zu haben, dass man die Lampe irgendwie verlieren könnte. Also das gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Ja, hier haben wir die Gummiabdeckung über der USB-C-Ladebuchse. Kann ich euch auch gerade mal zeigen, wie das Ganze während des Ladevorgangs aussieht. Da blinkt nämlich in dem Fall hier eine LED blau während des Ladevorgangs. Wenn der fest integrierte Akku voll aufgeladen ist, halt dementsprechend dauerhaft grün. Ja, das Gehäuse besteht aus selbstleuchtendem Polycarbonat-Kunststoff. Wie das alles aussieht, das zeige ich euch im Laufe des Videos noch genau. Ja, dann haben wir hier den Seitenschalter aus Edelstahl, genauso wie die Bezel hier vorne. TIR-Linse, darunter ist halt die SST20 LED verbaut. 650 Lumen in der höchsten Leuchtstufe bei 2500 Candela. Meine Lampe hat übrigens eine Farbtemperatur von 6500 Kelvin, also sehr kaltweißes Licht. Ja, kommen wir erstmal zu der Länge der kleinen Lampe. Die liegt nämlich bei 60,5 mm und der Durchmesser am Lampenkopf liegt bei 15,7 mm, genauso wie am Lampenkörper. Das Gewicht liegt bei nur 17 Gramm, also die Lampe merkt man praktisch in der Hosentasche gar nicht. Ja, wir haben hier praktisch das Hauptlicht und dann haben wir hier noch seitliche Zusatz-LEDs. Wir fangen jetzt mit den Funktionen mal an. Wenn ihr mal kurzfristig viel Licht braucht, dann drückt ihr den Seitenschalter und lasst diesen gedrückt. Dann kommt ihr praktisch in den Momentary Turbo, 650 Lumen. Wenn ihr loslasst, geht die Lampe wieder aus.
Eine sehr praktische Funktion, wie ich finde. Gerade wenn ihr die Lampe an eurem Schlüsselbund montiert habt und ihr mal wirklich kurzfristig viel Licht braucht, einfach drücken, halten und dann habt ihr die volle Leistung. Um in die Hauptleuchtgruppen zu schalten, müsst ihr einfach doppelt klicken. Jetzt seid ihr im Moonlight-Modus, in dem Fall 0,5 Lumen für angegebene 72 Stunden. Wenn ihr nochmal klickt, kommt ihr in den Low-Modus, 25 Lumen für angegebene 8 Stunden. Weiter geht's mit Medium, 200 Lumen für 2 Minuten. Ja, und dann geht's schon weiter mit dem High-Modus oder Turbo-Modus, 650 Lumen für ca. 1 Minute. Das ist schon Wahnsinn, was hier in Licht rauskommt, aus so einem kleinen Lämpchen. Ja, um die seitlichen Zusatz-LEDs einzuschalten, müsst ihr einfach dreimal klicken. In dem Fall jetzt Low-White. Wenn ihr nochmal klickt, High-White. Nochmal klickend, Weiß-Blinkend. Das sieht so ein bisschen aus wie Bike-Flasher. Ja, wenn ihr viermal klickt, schaltet ihr das UV-Licht ein. Das sieht auch richtig, richtig cool aus. Das werdet ihr auch später bei den Praxisaufnahmen noch genauer sehen. Auch wie das Gehäuse im Dunkeln leuchtet dann, das ist schon extra schön. Lockout gibt es auch, also von aus fünfmal klicken. Die Lampe blinkt zweimal auf und ist jetzt gesperrt. Wenn ihr den Schalter jetzt betätigt, blinkt die Lampe jedes Mal nur zweimal auf und ist so gegen versehentliches Einschalten geschützt. Zum Entsperren auch wieder fünfmal klicken. Und die Lampe ist ganz normal freigegeben. Die Leuchtweite ist übrigens mit 70 Meter angegeben. Eins vorweg, so weit leuchtet die Lampe nicht. Aber ihr habt mit der Rovi One Aurora A7 UV wirklich immer ausreichend Licht dabei. Vor allen Dingen, wenn ihr mal kurzfristig viel Licht braucht. Das ist schon irre. Ja, bei Rovi One gibt es übrigens 2 Jahre volle Garantie. Preislich liegt man aktuell bei Amazon bei 43,95 Euro. Ich weiß, jetzt werden einige wieder sagen, es ist viel zu teuer für so ein kleines Lämpchen. Ja, ich weiß, es ist viel Geld. Aber ihr bekommt hier wirklich eine sehr gute Qualität und vor allen Dingen eine innovative kleine Lampe hier. Das muss man wirklich sagen, die macht mir mega viel Spaß. Und das Gute daran ist, dass die Firma Rovi One mir noch einen 20% Gutscheincode durchgeben wollte. Wenn ich diesen habe, werde ich den in der Videobeschreibung hier verlinken, genauso wie die Seite von Amazon. Und wer Interesse an der Lampe hat, der kann da gern mal nachschauen. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal ein paar Praxisaufnahmen von der kleinen Lampe und wir fangen an, mal einen 50-Euro-Geldschein mit dem UV-Licht anzuleuchten, um da mal zu schauen, wo die Sicherheitsmerkmale des Geldscheins verborgen sind. Und danach zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen bei mir im Heizungskeller. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. So, ich schalte jetzt mal das UV-Licht ein und dann wollen wir mal sehen, ob wir anhand dieses 50-Euro-Scheins die Sicherheitsmerkmale durch das UV-Licht erkennen können. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mal noch sehe ich nichts. Da leuchten vielleicht ein paar Sterne etwas heller auf. Ich mache mal das Licht aus. Vielleicht sieht man das Ganze dann besser.
Also ehrlich gesagt sehe ich hier nichts an irgendwelchen Sicherheitsmerkmalen des 50-Euro-Scheins. Vielleicht habe ich ja schon wieder einen falschen 50er hier erwischt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es gut aus mit dem UV-Licht. Also ich kann hier nichts erkennen. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Habt ihr da schon mal Erfahrungen mitgemacht? Wo sind die Sicherheitsmerkmale eines 50-Euro-Scheins genau untergebracht? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich jetzt mal interessieren, weil mit sowas habe ich mich ehrlich gesagt noch nie beschäftigt. Ich dachte jetzt eigentlich, hier leuchtet irgendwie was auf, das man im Hellen mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Aber ich kann jetzt hier weiter wirklich nichts an irgendwelchen Sicherheitsmerkmalen an diesem 50-Euro-Schein erkennen. Gut, auf jeden Fall sieht das Lämpchen wunderschön aus. Ein innovatives, kleines Lämpchen. Gefällt mir richtig gut. Wer Interesse daran hat, dem verlinke ich das mal hier in der Videobeschreibung. Der kann da gerne mal nachschauen. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Praxisaufnahmen. Und zwar bei mir im Heizungskeller. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß dabei. Weiter geht's mit den Praxisaufnahmen der Rovivon Aurora A7 UV. Hier seht ihr im Dunkeln schon das selbstleuchtende Gehäuse hier in Blau. Das sieht richtig cool aus. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem UV-Licht an. Das Ganze sieht dann so aus. Ich bin wieder hier bei mir im Heizungskeller. Jetzt schalten wir die Lampe nochmal aus und jetzt leuchtet das Gehäuse richtig schön hellblau. Schaut euch das mal an. So, dann schalten wir das Frontlicht mal ein. Doppelklick. Moonlight 0,5 Lumen. Da könnt ihr die Rohre hinten an der Wand schon richtig gut erkennen. Dann geht es weiter mit dem Low Mode, 25 Lumen. Medium, 200 Lumen. Und der High Mode mit 650 Lumen. Das ist schon genial, was aus so einem kleinen Teil hier rauskommt. Das ist wirklich beeindruckend. Ja, dann schalten wir die seitlichen Zusatz-LEDs mal ein. In dem Fall jetzt Low White. Sieht so aus. High White. Dann haben wir noch weiß blinkend. Ja, und nochmal das UV-Licht. Wahnsinn. Wirklich eine tolle, kleine, innovative Taschenlampe. Gefällt mir richtig gut. Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert doch meinen Kanal, unterstützt mich etwas. Bei mir geht es ja überwiegend um LED-Taschenlampen, aber auch um Messervorstellungen. Wer daran Interesse hat, kann bei mir natürlich auch gerne mal nachschauen. Falls ihr Fragen habt oder mal einen Kommentar da lassen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Mit mir kann man in der Regel über alles reden. Ich bin für alles offen. Gut, ich denke, das soll es mit der Rovivon gewesen sein und ihr hört auf jeden Fall von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.